eine Differentialgleichung, das ist eine Gleichung, deren Unbekannte eine Funktion f ist. Wir schreiben f von x gleich y, die Ableitung f' von x gleich y', und diese Ableitung schreiben wir auch in dieser Form. Wir lesen die Ableitung von y gegenüber der Variablen x. Die zweite Ableitung f' ausgedrückt bei x schreiben wir auch y'. Und auch die zweite Ableitung von y gegenüber der Variablen x. Zur dritten Ableitung könnte man schreiben f'. Ab der dritten Ableitung schreibt man das aber nicht mehr mit Prims, sondern mit einer 3 Zwischenklammern. Wir können keine einfache 3 lassen, sonst wäre es ja f hoch 3. Hier ist aber die dritte Ableitung von f bei der Variablen x ausgedrückt gemeint. Diese Ableitung schreiben wir auch so, y hoch 3 Zwischenklammern, oder auch so, die dritte Ableitung von y gegenüber der Variablen x und so weiter. Wir werden sofort einige Beispiele für Differentialgleichungen sehen. Hier ein erstes Beispiel. Wir lassen einen Körper im Moment t gleich 0 los und er fällt dann herunter. Es handelt sich hier um den freien Fall. Zuerst bestimmen wir die x-Achse so mit dem Ursprung da, wo wir den Körper loslassen. Die gefallene Strecke von da bis da ist selbstverständlich eine Funktion der Zeit. Also das x, das ist eine Funktion x von der Zeit t. Im Fall des freien Falles gilt natürlich die Beschleunigung, das heißt die zweite Ableitung der gefallenen Strecke gegenüber der Zeit t, entspricht selbstverständlich der konstanten Fallbeschleunigung g. G beträgt in Belgien ungefähr 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Das ist eine Differentialgleichung und wir suchen diese Funktion x, Funktion der Zeit t. Die Lösung dieser Differentialgleichung, das ist diese Funktion, das x von t, das ist g mal t Quadrat geteilt durch 2. Aber wie findet man solch eine Lösungsfunktion von solch einer Differentialgleichung? Das werden wir in den nächsten Tutorials sehen. Hier ein zweites Beispiel. Atomkerne, die radioaktiv sind, die senden gewisse Strahlungen aus und zerfallen deswegen in andere Substanzen. Die Wissenschaftler können aber nicht genau bestimmen, welcher Atomkern in welchem Augenblick zerfällt. Sie können nur durch Messungen sagen, wenn n die Anzahl noch nicht zerfallener Atomkerne bezeichnet, also wenn n diese Funktion der Zeit ist, dann gilt die Ableitung dieser Funktion n von t gegenüber der Zeit t, das ist minus lambda mal diese Funktion n von t, wo lambda einen Parameter bezeichnet, der von der radioaktiven Substanz abhängt. Das hier ist eine Differentialgleichung, deren Lösung diese Funktion n von t ist. Und die Lösung dieser Differentialgleichung schreibt sich so. N von t, das ist n0 mal e hoch minus lambda t, wo n0 die Anzahl Atomkerne bezeichnet, die am Anfang vorhanden waren. Aber wie findet man die Lösung von solch einer Differentialgleichung? Genau das werden wir in den nächsten Tutorials machen. Hier ein weiteres Beispiel, das Pendel. Wir setzen zuerst das Pendel mit Länge L auf diese Position, betrachten diesen Winkel Alpha und lassen jetzt dieses Pendel los. Es ist deutlich zu erkennen,
dass dieser Winkel Alpha eine Funktion der Zeit ist. Und es ist genau diese Funktion Alpha von t, die wir hier suchen. Ich stoppe die Animation, setze das Pendel nochmal auf diese Position. In diesem Augenblick stellen wir die Zeit auf 0 und dieser Winkel, das ist der maximale Winkel der Pendelbewegung, den bezeichnen wir mit Alpha-Index 0. Jetzt stelle ich das Pendel zum Beispiel auf diese Position. Diese Masse unterliegt ständig ihrer Gewichtskraft mg. Diese Gewichtskraft können wir zerlegen in diese zwei Kräfte. Erstens die Rückstellkraft Fr und zweitens diese Normalkraft N. Diese Normalkraft N trägt nichts zur Bewegung dieser Masse klein m bei, denn der Faden reagiert sofort auf diese Kraft N mit einer gleich großen entgegengesetzter Kraft. Jetzt schauen wir diesen Winkel. Dieser Winkel ist genauso groß wie Alpha, weil das zwei Stufenwinkel sind. Und jetzt betrachten wir noch diesen Winkel. Der ist auch genauso groß wie Alpha, weil diese zwei Winkel innere Wechselwinkel sind. In diesem rechtwinkligen Dreieck hier gilt, der Sinus von Alpha, das ist die Gegenkathete Fr, geteilt durch die Hypotenuse mg. Daraus schließen wir, dass Fr dasselbe ist wie mg mal Sinus Alpha. Weil Fr eine Rückstellkraft ist, müssen wir vor mg sin Alpha ein Minus setzen. Gleichzeitig ist Fr aber auch gleich zu m mal a, durch das Grundgesetz der Dynamik, das zweite Gesetz von Sir Isaac Newton. Also ist ma dasselbe wie minus mg sin Alpha und in dieser Gleichheit können wir noch durch m kürzen und finden so, dass die Beschleunigung a gleich sein muss zu minus g mal Sinus von dieser Funktion Alpha, die wir suchen. Jetzt schalten wir das Ganze hier mal weg. So. Und betrachten die Bewegung des Pendels von da bis da. Gemeint ist eigentlich eine winzig kleine Bewegung, aber damit wir etwas erkennen können, setze ich sie etwas größer. Zum Beispiel so. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit von der Masse die zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit ist. Wir wissen also, dass die Momentangeschwindigkeit die Ableitung der Funktion zurückgelegte Strecke gegenüber der Zeit t ist. Aber hier haben wir einen Zentriwinkel d Alpha in Radiant ausgedrückt und dieser Zentriwinkel in Radiant ausgedrückt ist gleich zu der eingeschlossenen Bogenlänge, also ds, geteilt durch den entsprechenden Radius, das heißt Länge des Pendels. Wir wissen durch die Definition der Winkeleinheit Radiant, dass dieser Winkel d Alpha dasselbe sein muss wie diese Bogenlänge ds geteilt durch diesen Radius L. Daraus schließen wir natürlich, dass ds gleich sein muss zu L mal d Alpha. Also können wir hier oben ds ersetzen durch L d Alpha und weil L ja eine konstante Zahl ist, gilt also V gleich L mal d Alpha geteilt durch dt. Wir wissen aber auch, dass die Beschleunigung die Ableitung der Geschwindigkeit gegenüber der Zeit ist. Also werden wir dieses V gegenüber der Zeit ableiten und können aus diesen zwei Gleichheiten schließen, dass A L mal die zweite Ableitung von Alpha gegenüber der Zeit t sein muss. Wir wissen, dass A gleich zu dem ist und wir wissen, dass A gleich zu dem ist. Aus diesen zwei Gleichheiten
können wir also schließen, dass L mal die zweite Ableitung von Alpha gegenüber der Zeit gleich sein muss zu minus g mal Sinus von Alpha. Da und da haben wir die Funktion Alpha, die wir suchen. Jetzt nehmen wir dieses aus der Zeichnung wieder weg, schalten den Winkel Alpha wieder ein und betrachten einen kleinen Winkel Alpha. Wenn der Winkel Alpha sehr klein ist, dann können wir daraus schließen, dass der Sinus von Alpha ungefähr dasselbe ist wie Alpha. Das können wir sehr schön in dieser Grafik erkennen. Das ist der Graph vom Sinus und diese Gerade hat als kartesische Gleichung y gleich x. Wir können schön erkennen, wenn x in der Nähe von 0 liegt, dann sind die y-Werte praktisch gleich. Die zwei Graphen sind hier praktisch übereinander liegend. Das heißt, befindet x sich in der Nähe von 0, dann ist y, das heißt x, praktisch dasselbe wie dieses y, das heißt Sinus von x. Also ist ein Winkel Alpha sehr klein, das heißt in der Nähe von 0, dann ist der Sinus von Alpha ungefähr dasselbe wie Alpha. Aus diesen zwei Gleichheiten schließen wir also, dass L mal die zweite Ableitung von Alpha gegenüber der Zeit dasselbe sein muss wie minus g mal Alpha. Hier teilen wir noch durch L, so, und diese Zahl g auf L, die streng positiv ist, die nennen wir Omega im Quadrat. Das bedeutet also, Omega ist die Quadratwurzel von g auf L und somit können wir g auf L gleich Omega Quadrat stellen. Dann wird unsere Gleichung also zu dieser da. Und das hier ist die Differentialgleichung eines Pendels. Das hier ist also die Differentialgleichung, die durch diese Funktion Alpha von t erfüllt sein muss. Die Lösung dieser Differentialgleichung ist diese da. Alpha von t ist Alpha 0, der Anfangswinkel, mal Cosinus von diesem Omega mal t. Das ist die Lösung dieser Differentialgleichung. Aber wie findet man diese Lösungsfunktion? Das werden wir in den nächsten Tutorials sehen. Hier ein weiteres Beispiel aus der Physik. Wir haben hier eine Feder, die steht im Moment im Gleichgewicht. Wir wählen die x-Achse so, mit dem Ursprung genau auf der Höhe vom Zentrum dieser Masse. Jetzt ziehen wir an dieser Feder bis da und bestimmen somit diese streng positive Zahl groß A. Und jetzt lassen wir die Feder los. Sie wird dann hin und her schwingen. Wir sehen hier von allen Reibungen ab. Wir sehen ganz deutlich, dass die Position vom Zentrum der Masse von der Zeit abhängt. Das ist also eine Funktion der Zeit. Und genau diese Funktion x von t suchen wir. Ich stoppe jetzt die Animation. So, stelle die Feder nochmal so in dem Moment, wo wir sie loslassen. Und dann wird die Feder zuerst einmal nach oben schwingen. In diesem Moment t ist das hier die Position x von t. Und wir haben selbstverständlich diese Rückstellkraft fr, deren Stärke von der Feder abhängt. Diese Rückstellkraft fr wird berechnet durch k mal Position x, wo k die Federkonstante ist. Sie drückt die Stärke der Feder aus. Und wir müssen hier ein Minus setzen, weil es ja eine Rückstellkraft ist. Die beiden Vektoren, dieser und dieser, sind ja entgegengesetzt. Durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir aber auch, dass fr gleich zu m mal a ist, Masse mal Beschleunigung. Also fr ist gleich zu dem,
und fr ist gleich zu dem. Daraus können wir also schließen, dass m mal a dasselbe sein muss wie minus k mal x, also muss a gleich sein zu minus k auf m mal x. Die Beschleunigung a ist aber die zweite Ableitung der Position gegenüber der Zeit. Also ist die zweite Ableitung von x gegenüber der Zeit gleich zu minus k auf m mal x. Diese Zahl k auf m ist eine streng positive Zahl, deren Quadratwurzel wir Omega nennen. Das heißt, k auf m ist gleich zu Omega Quadrat. In dieser Gleichung ersetzen wir also k auf m durch Omega Quadrat und so erhalten wir die Differentialgleichung von dieser Feder, das heißt die Gleichung, der die Funktion x von t genügen muss. Die Lösung dieser Differentialgleichung schreibt sich so: Die Funktion x von t ist gleich zu dieser Zahl a mal Cosinus von Omega mal t. Aber wie findet man diese Lösung von dieser Differentialgleichung? Genau das werden wir in den nächsten Tutorials machen.